Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ja, jetzt eine neue Aufnahmesession auf der Hopfach nach gefühlt, ich weiß gar nicht, letztes Mal 3 Wochen oder so. Hat aus vielen Gründen hat das die ganze Zeit nicht geklappt. Erstmal keine Zeit gefunden. Dann wollte ich spielen, habe festgestellt, dass ich mittlerweile die LS-Version 1.3 Beta installiert hatte. Diese aber nicht für den Server verfügbar war, also musste ich quasi mein Spiel wieder zurückpatchen. Ja, habe ich dann jetzt auch getan, damit ich endlich wieder auf die Hauptfach kann. Ja, im Moment noch ganz alleine auf dem Server. Der Paraderos wird wohl später noch irgendwann dazugeschneit kommen. Hab gesagt, wenn er Zeit hat, soll er einfach mitkommen. Also ich weiß nicht, wann er kommt. Bis dahin arbeiten wir erstmal alleine weiter ab. Anton kommt vielleicht später auch noch auf den Server. Wir lassen uns mal überraschen, ob und wann die beiden hier erscheinen werden. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben beim letzten Mal auf jeden Fall waren wir am Pflügen irgendwo. Wir schauen hier, schalten mal eben hier durch. Und am Ernten waren wir. Alles klar. Heißt, das ist auch gar nicht mehr so viel, wie ich hier sehe. Werden aber trotzdem einfach mal alles abfahren müssen, anscheinend. Gut, den Rest mache ich mal eben fix selber hier. So, Rohr einklappen. Fahren wir hier mal eben das Stückchen selber. Brechen wir uns ja kein Bein bei ab. So, jetzt ist er auch fertig mit Stroh abkippen da hinten. Und dann schalten. So, gutes Gefälle drin oder ein guter Berg. So, und jetzt schalten wir hier den Helfer mal wieder ein. Kriegt er das hin? Kriegt er. Sehr schön. Dann kann der jetzt seine letzten Meter hier erstmal noch in Ruhe fahren. Und wir schalten weiter durch. Genau, das ist unser Abfahrer Fifi. Und hier steht unser Fendt. Ach ja, wir hatten ja beim letzten Mal das Problem, dass das Spiel nach dem Schlafen abgeschmiert ist. Ich war ja irgendwie dabei, hier das hier zu machen. Das hatte ich tatsächlich kurz nach der Aufnahme noch alles mal fertig gemacht. Ich habe hier die Gebäude nochmal weggerissen und dann hier den Platz angeglichen und die Gebäude wieder draufgestellt. Jetzt passt das hier alles sauber. Habe das hier noch ein bisschen angeglichen, dass wir hier ein bisschen Platz haben, auch vorgewendet technisch eventuell. Ja, hat uns auch ordentlich Geld gekostet. Wir hatten, glaube ich, weit über 1,5 Million noch. Aber ich habe gesagt, egal, das gebe ich mir auch nicht wieder, weil wir haben immer noch auch noch ein Feld für 1,5 Million, was wir, glaube ich, verticken können. Von daher, ich glaube, geldtechnisch sollten wir in keine Schwierigkeiten kommen. Ansonsten werden wir schon eine Lösung finden, wie wir da rauskommen. Alter, was ruckelt denn das hier so? Gut, jetzt ist es wieder weg mit dem Ruckeln. Dann haben wir hier Kartoffeln drauf. Aber auch nur teilweise. Und ich wollte das hier jetzt zusammenfliegen, weil das Feld 29 haben wir jetzt ja quasi fast kaputt gemacht. Jetzt haben wir hier den Rest von der 29, dieses kleine Zwischenstück. Und dann das. Das heißt, dieses kleine Zwischenstück werde ich mit hier zuflügen. Dann haben wir hier noch ein halbwegs großes Feld, wo wir ja anschließend Wiese drauf machen wollen, die auch, denke ich, groß genug ist. Blöd ist nur mit diesem Berg hier vorne, so wie ich das gerade sehe. Aber von dem lassen wir uns jetzt einfach mal nicht ärgern. Was leckt denn das hier so rum? Aber das ist jetzt auch tatsächlich nur der Flug gewesen, so wie es aussah. Was ich noch kurz überprüfen möchte. Hilfefenster einmal anmachen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich alles zerflüge. Felder erstellen zulassen, würde ich jetzt einschalten. Also müsste es eigentlich aus sein. Wir probieren es jetzt mal. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, funktioniert. Okay. Ich füge das dann einfach hinterher dazu, das Stück hier.
Da muss ich dann Felder erstellen anmachen und jetzt nehme ich aber auch den kleineren Pflug zu. Ich glaube, das ist deutlich besser. So. Ja, dann ziehen wir hier mal schön unsere Runden. Jetzt ist natürlich der Helfer gerade fertig und günstig. Den müssen wir mal eben anhalten. So, gehen wir zurück. Und kümmern wir uns hier um den Rest, damit auf jeden Fall erstmal auch alle Felder abgeerntet werden. Ist ja auch gar nicht so unwichtig. Guck mal, wo hat er denn jetzt was stehen lassen? Das sind hier kleine Reste, die sind uns völlig Schnuppe. Aber ich glaube, hier auf der anderen Seite war noch ein bisschen mehr. Und da oben sieht es aus, als wenn da noch was ist. Ich könnte, glaube ich, mal theoretisch die Sichtweite wieder ein bisschen höher stellen. Die hatte ich ja aufgrund, da ich vorher immer in WHQ noch gespielt habe, was mit meiner Grafikkarte, OBS und so weiter, das hat sich ja irgendwie alles nicht so vertragen. Hatte ich es ja ausgeschaltet wieder und dementsprechend könnte ich jetzt auch eigentlich mal die Sichtweite wieder ein bisschen hochschrauben. Alter, aber der Server laggt übertrieben. Ah, ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum, was hier los ist. Und zwar muss ich. Ich habe nämlich gerade einen Download noch am Laufen. Wenn ich den jetzt mal eben anhalte. Ja, und schon wird mein Ping auch deutlich besser. Jetzt dürfte mir das nicht mehr passieren. Daran wird es nämlich gelegen haben. So, machen wir hier die Reste noch eben weg. Alles wichtig. Entweder Geld oder halt Nahrung für die Tiere, was wir brauchen. Weizen können wir uns auf jeden Fall schon Hühner gönnen. Ich glaube, sonst wird es schwer mit weiteren Tieren, weil wir alle anderen Feldfrüchte noch nicht am Start haben. Aber die werden wir noch nach und nach hinbekommen. Da habe ich im Moment einfach erstmal noch gar keine Sorgen. Also noch bin ich hier wirklich mega sorgenfrei. Wir müssen jetzt halt nur mal ein bisschen aus dem Knick kommen. Weil viel Zeit vergangen im Moment. Mal für euch hat es noch keinen Unterschied gemacht. Aber halt ja, für uns vom Spiel her sehr viel Zeit vergangen, wo eigentlich noch gar nichts passiert ist. Wird natürlich nachher ein bisschen blöd hier mit dem Ladewagen, müssen wir. Ja. Aber geht nicht anders, wenn der hier so viele Reste überlässt. Nur bevor ich jetzt, glaube ich. Boah, das ist viel. Das ist viel, was hier noch ist. Ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Da wäre Curseplay jetzt nicht schlecht, wobei Curseplay auch immer noch nicht so wunderbar funktioniert. Ich habe tatsächlich auch immer noch eine der ersten Curseplay-Versionen. Ich habe mir auch von jetzt Paraderos, der hat wohl irgendwie schon etliche weitere Versionen, die rausgekommen sind, probiert. Viele von denen, da startet das Spiel gar nicht, führt zu Abstürzen oder Questplay ging dann nicht. Ja, ich bleib einfach bei meiner Version, die ich habe. Denn da weiß ich, die funktioniert erstmal für meine Zwecke. Wobei das sich ja im Moment auch erledigt hat, weil ich ja erstmal LS-technisch jetzt nur noch Hauptfach spiele. Ravenport haben wir ja so ein bisschen pausiert. Es ist nicht eingestampft, es ist erstmal nur pausiert. Wir werden mit Sicherheit irgendwann weitermachen. In unbestimmter Zeit. Ach, hier sind wir am Shop. Das ist ja cool. Und dementsprechend, ja, brauche ich auch gar kein Curseplay. Außer es würde hier jetzt auf dem Server mal funktionieren. So, hier unten hat er zum Glück nichts stehen lassen. Das ist ganz toll. Dann brauche ich jetzt hier nur noch einmal hier hochfahren. Differenziale können hier mal alle aus. Aber das Allrad an. Das wird ja auch lustig, das Stroh hier näher einzusammeln. Deswegen versuche ich gerade mal so ein bisschen spurtreu zu bleiben, dass man hier nicht
10.000 Mal auch noch hin und her fahren muss. Klappt halbwegs, so wie ich mir das vorstelle gerade. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega, wenn wir hier wirklich ja, ins Laufen gekommen sind. Im Moment ist ja noch so ein bisschen träge, weil wir erstmal alle Felder auf den Stand bringen wollen, dass sie alle durchgepflügt sind, alle durchgekalkt. Wobei das Kalken wird hinterher am wenigsten aufhalten. Buckel. Ein bisschen gelegentlich ist noch. Liegt jetzt aber nicht mehr am Download. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das Schlimmste ist jetzt tatsächlich erstmal das Durchpflügen aller Felder. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Daher hoffe ich halt auch wirklich, dass Paraderos nachher am Start ist und da ordentlich unterstützen kann. Das lassen wir jetzt mal da oben liegen. Schnappen wir uns hier jetzt noch die Reste. Die gönnen wir uns. Gucken, dass wir hier in der Spur bleiben. Viel ist es ja Gott sei Dank nicht. Aber wir wollen ja auch erstmal nichts verschenken, denn wir haben nichts zu verschenken. Sind wir noch mal fast voll geworden, der Drescher. Das ist schön. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir den als nächstes hinjagen. Ich glaube, es war Hafer haben wir, glaube ich, schon jetzt einmal drin und das Weizen, dann war, glaube ich, nochmal irgendwo Sojabohnen. Oder haben wir die Sojabohnen schon drin? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Wir schauen jetzt gleich mal, wo es weitergeht. Ja, hier können wir hier auch direkt hinfahren. Der steht ja hier vorne irgendwo. Ich glaube, ein Feld haben wir jetzt noch zu ernten. Erstmal. Da muss hier noch Stroh aufgesammelt werden. Ist natürlich auch noch ein bisschen Arbeit. Ja, Anton hat irgendwie auch schon bei mir angekündigt, der hat schon ordentlich weitergespielt und der hat auch irgendwie schon ein großes Feld Mais wohl fertig und wartet so ein bisschen auf uns, dass wir am Start sind, weil er gerne häckseln möchte. Und wir haben ja gesagt, wir unterstützen uns da so ein bisschen, wo Hilfe gebraucht wird und wir Zeit haben, helfen wir dann halt auch. Und ich habe auch gesagt, er kann auch gerne, weil er würde sich, er hat keinen Häcksler, hat er sich nicht gekauft, er würde sich den leihen. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wenn du, wenn wir es funktioniert, dass wir uns Geld überweisen können, wenn das hier wirklich funktionieren sollte, denn möglich ist es ja an und für sich. Wo war das? Irgendwo konnte man doch hier. Na, jetzt frag mich mal. Kann man das nicht mehr? Gut, dazu müsste er, glaube ich, wahrscheinlich da sein, dass ich ihn anklicken kann. Also ich weiß es noch nicht genau, ob das wirklich auch funktioniert, dass wir uns Geld hin und her überweisen können. Ich habe halt zu ihm gesagt, pass auf, wenn du halt für die Reparaturkosten, die Wartungskosten wieder aufkommst, kannst du unseren Häcksler leihen. Ist deutlich günstiger und ganz ehrlich, solange die Wartungskosten wieder drin sind, haben wir ja auch keinen Verlust dadurch. Also von daher, was soll's. So, und jetzt müssen wir mal eben schauen. Wo haben wir jetzt noch was drauf? Gegruppt, gegruppt, geerntet, geerntet. Auf der 34 haben wir jetzt noch was drauf. Und auf der 40 ist gepflügt. Hier bin ich dabei. Dann muss ich das noch pflügen, das pflügen, das pflügen, das pflügen. Ja. Hab ich schon alle. Ach nee, gut, die sind nicht nummeriert. Dazu müsste ich. Genau, das Stück Land, das hätten wir theoretisch noch, was wir für 585.000 verkaufen könnten. Könnten, wenn es wirklich eng werden sollte. Also dieses Stück hier. Ja, gepflügt werden, das ist noch ein gutes Stück Arbeit. Dann hier, da, da, da ist noch. So, was haben wir auf der 34 jetzt drauf? Das ist ja fertig. Sonnenblumen. Heißt, wir müssen einmal zurückfahren. Jetzt müsste ich nur mal wissen, ach der Scheiße, ja. Gut, der Anhänger steht da oben an dem anderen Feld. Wir klappen den jetzt erstmal zusammen. Macht alles auch. Ja, klappt sich zusammen. Wunderbar.
Es war warm, denke ich. Hier ist die Rundumleuchte. Nase juckt. Ja. Einmal das Maisgebiss holen und dann können wir den auf die 34 jagen. So, irgendwo, wo war hier Blinker? Da.